Grüß Gott, ich bin Dr. Toka, ich würde gerne Ihre 3D-Bild zeigen für Sie. Wir haben ein Panoramaaufnahme gemacht und nach dem Panorama eine schöne 3D-Bild. So schaut heute Ihr Kieferknochen aus. Hier vorne haben wir einen Knochendefekt. Der Knochen geht, Oberfläche geht bis hier. Das ist ein Artefakt, das heißt, das Röntgen ein bisschen gestört wegen die vielen Metallteile. Wenn, schauen wir dann das weiter, dann hinten haben wir zwischen Zahn und Knochen eine relativ tiefe Tasche, können wir ganz tief hineinsehen. Wenn man wieder Knochen durchsichtlich, dann beide Seiten haben wir einen Nervkanal. Dieses Nervkanal darf man beim OP nicht stören. Die rot markierte Zähne haben wir geplant zu ziehen und danach möglich ist hier implantieren. Die geplanten Implantaten, vorne zwei Implantaten, wo eines können wir dort einsetzen, wo haben wir heute einen Zahn, dort haben wir genug Knochen dazu. Dann das nächste Implantat können wir nur dort einsetzen, wo haben wir heute auch einen Hohlraum und zu wenige Knochen. Das Implantat können wir hier hinten einsetzen neben Ihrer Knochenwand, aber außen hat das keine Knochenbedeckung. In diesem Fall können wir eine Knochenspreizung machen, das heißt mit einem chirurgischen Ultraschallgerät können wir den Knochen hier durchschneiden und diese Außenwand ein bisschen nach außen drücken, das Implantat einsetzen und das Spalt, was bleibt hier zwischen außen und inneren Wand, können wir aufbauen mit Knochenersatzmaterial. Heilungszeit dauert nach dem OP 4 Monate lang hier. Wenn machen wir das hinten weiter, dann ein Implantat können wir dort hineinsetzen, wo haben wir heute einen Zahn, ein Implantat ein bisschen mehr hinten. Dann schauen wir dann diese hintere, das hat auch ein bisschen weniger Knochen hier, das müssen wir auch aufbauen mit Knochenersatzmaterial. Hier brauchen wir aber keine Knochenspreizung, nur außen ein bisschen aufbauen. Zum Schluss, dann kann das so ausschauen, 4 Implantaten halten dann die fehlenden Zähne hier und wo haben Sie echte Zähne, dort können Sie noch eine Einzelkrone bekommen und diese zwei hier noch zusammen. Wenn haben Sie noch weitere Fragen, dann natürlich, wir sind immer erreichbar für Sie. Danke, wiederhören.